Mein Name ist Nikolaus Schimmel. Meine Passion sind Klaviere, Klavierbau. Eine Leidenschaft, das ist auch Berufung oder Beruf. Leidenschaft und Berufung hat auch Herrn Peter Heilbutt charakterisiert und durch sein Leben begleitet. Peter Heilbutt hat sich interessiert dafür, wie kann man junge Menschen motivieren und schneller voranbringen bei der Erlernung des Klavierspiels. Dann kam Heilbutt mit der Idee eines Partnerklaviers, also 2x4 Oktaven in einem Instrument, Lehrer und Schüler nah beieinander. Ja, fangen wir gleich nochmal an. Dieser erste Ton, der muss so ein Bing, der muss so glitzern noch ein bisschen mehr, ja? Zwei Schüler direkt in Partnerschaft zueinander. Die abwechselnd spielen oder die gleichzeitig spielen. Oder von denen einer ein bisschen besser ist als der andere, damit sich sie gegenseitig motivieren. Natürlich hat er sich mit mir darüber unterhalten und ich fand die Idee hervorragend. Ich war immer dafür zu haben, was Besonderes zu machen und habe das auch gleich zugesagt. Ja, ein Jahr später hatte er den ersten Prototyp und später dann einige Instrumente an seiner Schule, einige dieser Instrumente, und hat dort mit großem Erfolg unterrichtet. Das Instrument selbst ist ja eine Sonderkonstruktion für diesen Zweck. Es braucht weniger Platz in den Schulen, es ist preiswert, preiswerter als zwei Instrumente. Herr Heilbutt war unglaublich kreativ und hatte unglaublich viele Ideen, wie man ein solches Instrument nutzen kann. Unsere Katze hat Kätzchen gehabt. Dreie, sechse, neune, eins. Das hat ein Ringlein auf, das ist schon das meine. Das Instrument auch mal im Detail. Ein Blick in das Instrument. Hier sieht man, also dass es zwei unabhängige Klangkörper voneinander sind, zwei Gussrahmen, zwei Mechanikelemente mit den Hammerköpfen. Man sieht hier sehr schön, wie die beiden Klaviaturen diesen Spielwerken zugeordnet sind. Spielwerk ist eigentlich die komplette Einheit aus Tasten bis zu den Hammerköpfen. Klaviere sind ja Schlaginstrumente. Im Gegensatz zum Cembalo wird eben beim Klavier der Ton dadurch erzeugt, dass die Hammerköpfe die Saiten anschlagen. Das Instrument erfüllt alle Voraussetzungen, die man in Schulen braucht. Es hält gut Stimmung, es ist stabil und widersteht dem Unterricht. Aber es braucht eben auch einen Pädagogen wie Peter Heilbutt, der voll dahinter steht. Sonst geht das nicht. Ja, wir haben dann viele Jahre zusammengearbeitet. Und ich glaube, Peter Heilbutt ist eingegangen in die Geschichte der Klavierpädagogen.
haben von diesem Instrument etwa 12 Stück gebaut. Davon sind dann 6 Stück nach Litauen gegangen, in ein Waisenhaus. Dort haben die Instrumente Wunder bewirkt. Von diesen 40 Kindern, die an diesen Instrumenten Unterricht hatten, sind immerhin 4 Musiker oder Musikpädagogen geworden. Also ein letzter kleiner Erfolg von diesem ungewöhnlichen Klavier.